Werde ich jetzt Misao? Misao, ich wette, du weißt, was passiert, wenn du es jemandem sagst. Wenn du nicht willst, dass diese Fotos irgendwie rausgehen, bist du lieber ein nettes und gehorsames Mädchen. Jetzt gib ihr viel Liebe. Was? Okay. Also sie hat auf jeden Fall den Tod sozusagen verdient, ja. Bitte aufhören. Nicht noch mehr. Und anscheinend wurde Misao auch vergewaltigt und nicht nur gemobbt. Ist da jemand? Oh, der Lehrer. Versteck dich nicht. Komm raus. Herr Kurata. Was machst du hier? Das ist die Jungstoilette. Lehrer. Was ist los? Jetzt richtig? Hast du dich beruhigt? Ja. Ist irgendetwas passiert? Bitte sag mir, was auch immer dir Kummer bereitet. Wir können über alles reden, was du willst. Hm? Also, hat er Misao zugehört? Sie hat mich am Tag, bevor sie ging, besucht. Bevor sie verschwand. Sie wollte über etwas reden, aber ich war so beschäftigt, dass ich nicht die Zeit hatte, ihr zuzuhören. Ich wusste, dass sie Schmerzen hatte. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich ihr zugehört hätte, dann wäre sie niemals verschwunden. Warum hat Mr. Kurata mich angelogen? Ist es etwas, das du mir nicht sagen kannst? Lehrer, ich... Mein Herz ist gebrochen. Es ist so dumm, oder? Mich selbst im Badezimmer einzuschließen und darüber zu weinen. Das ist überhaupt nicht dumm. Ich habe dasselbe jede Nacht getan, als ich in der Jugend einen Korb bekommen habe. Sie haben das auch erlebt, Mr. Kurata? Du findest es merkwürdig, dass mir das passiert ist? Nun ja, es ist nur so, dass sie so nett sind und jeder mag sie wirklich. Ah, nun, ich war dumm und tollpatschig, ein dummes, tollpatschiges Gehör in meiner Schulzeit. Ich verstehe. Langweilig, nicht dumm. Langweilig und tollpatschig klingt sehr nach mir. Überhaupt nicht. Du bist ein sehr charmantes Mädchen. Lehrer. Du bist nicht wie diese anderen idiotischen Mädchen. Ernst, freundlich und ruhig. Das mag ich an Mädchen wie dir. Oder ich mag Mädchen wie dich. Lehrer. Misao. Lehrer, lassen Sie mich bitte gehen. Deine Hände sind so wunderschön. Oh, er hat wirklich einen Handfetisch. Das ist nicht lustig, Lehrer. Du bist wunderschön, Misao. Wir haben den richtigen geopfert. Mm. Oh, Bitchschelle. Nein! Misao? Warum rennst du denn weg? Hast du mich? Du hast mich doch gerade noch als nett und liebevoll betitelt, oder nicht? Jetzt komm her. Warum geht die Tür nicht auf? Weil ich sie verschlossen habe, damit niemand uns stören kann. Bitte öffnen! Nein, bleib weg! Oh. Kann das Geräusch bitte aufhören? Danke. Nein! Warum? Warum weist ihr mich alle zurück? Warum?
Tut mir das niemals an. Niemals! Er hat sie umgebracht? Jetzt bist du mein. Ich wusste doch, mit dem Kacklehrer stimmt was nicht. Dann hat er da, nämlich auch Ayaka umgebracht, wenn sie tot ist. Aber gut, sie soll ja tot sein, klar. Das wurde ja mehrfach jetzt schon gesagt, sie ist tot. Also nun bist du mein. Er hat sie umgebracht. Ja, toll, Telefon. Einen Moment mal bitte, das Telefon. Ja, ist jetzt doof, ne? Spiel. Okay, war wohl nicht so wichtig, wenn es nur zweimal klingelt. Das. Herr Kurata hat Misao umgebracht? Die Schule ist wieder normal. Misao spricht zu mir. Hey, wo gehst du hin? Wer hat denn da jetzt versucht anzurufen um die Uhrzeit? Oh. Misao, ich hab dich gefunden. Danke, dass du mich gefunden hast. Misao. Der Himmel klärt auf. Misao, jetzt musst du nicht mehr leiden. Das ist der Raum vom Studentenrat, richtig? Vom Schülerrat. Ich sollte Onigawara davon erzählen und ihm danken. Ich frage mich, ob er da drin ist. Ja? Na? Ja. Was stehst du hier rum? Ist Mr. Onigawara da? Onigawara wer? Onigawara, der Schülersprecherpräsident. Was zum Teufel erzählst du da? Ich bin der Schülersprecherpräsident. Es gibt keinen Onigawara im Schülerrat. Schülerratspräsident, ja, Entschuldigung. Ich sag doch, der Typ war komisch. Der hatte spitze Ohren und rote Augen. Und da frisst schon wieder einer die ganze Zeit. Hey, das ist der Lehrer, der im Musikraum lag. Alles ist wieder normal. Ayaka, Yoshino und der Rest sind weg. Auch Mr. Kurata, der Misao getötet hat. Aber es scheint niemanden zu interessieren. Sind die Leute, die in der anderen Welt starben, von hier aus den Erinnerungen gelöscht? Aber ich werde sie niemals vergessen. Was Yoshino und Mr. Kurata mit Misao taten, kann ich einfach nicht vergessen. Ich frage mich, ob Mr. Onigawara auch in der anderen Welt gestorben ist. Na, das glaube ich nicht. Ich habe Onigawara oder Frau Bibliothekarin seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Das waren vielleicht merkwürdige Leute. Du da! Gesicht nach vorne und Aufmerksamkeit schenken hier meinem Tun an der Tafel. Tut mir leid. Kicher. Misao wird immer noch vermisst. Und ihr Körper, den ich gefunden habe, ist spurlos verschwunden. Vielleicht wird sie niemals gefunden. Aber das ist in Ordnung. Misao hat am Ende gelacht. Ich bin sicher, sie hat jetzt keine Schmerzen mehr. Ich freue mich so, Misao. Okay. Aber irgendwie. Wir haben ja gespeichert. Irgendwie interessiert mich, was passiert, wenn wir Toma statt den Lehrer opfern. Aber es war so klar, dass es der Lehrer sein muss. Also ich kann es nicht überspringen. Hui. Dann lassen wir das mal kurz durchlaufen und dann
Schauen wir mal noch. Ah, knack. Was passiert, wenn wir Toma opfern statt Misao? Ende. Ob das überhaupt geht? Also klar, es geht, aber ob das überhaupt was bringt oder ob wir dann trotzdem noch den Lehrer opfern müssen und Toma dann eben auch einfach weg ist. Normales Ende 2? Truth, hä? Was ist Truth? Ja, nein, das mache ich jetzt nicht. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich dann nochmal Toma opfern will. Nein, ich will mir jetzt keinen Charakter auswählen. Warte mal. Wir sagen mal load und loaden mal. Und müssen uns doch jetzt entscheiden, wen wir opfern wollen, richtig? Können wir uns schon entscheiden, wen wir opfern wollen? Nee, können wir noch nicht, ne? Nein, doch. So. Misao, vergib mir. Entschuldige dich im nächsten Leben. Mal schauen, was das bringt. So, erstmal will ich auch die Leiche sehen. Das ist ja wohl klar. Oh, das Bett ist nur blutig. Schade. Okay, also wir haben Toma geopfert. Na halt, der Lehrer lebt ja noch. So, Sie leben ja noch, Herr Lehrer. Ja, nee, the curse is not lifted. Da hast du recht. Muss ja auch nochmal raus. Ich dachte nur, ich kann ihn mitnehmen. Das hintere Grab, Toma. Herr Kurata, was ist mit ihr passiert? Ich habe alle Schlüssel geopfert. Jetzt sollte Misao sicher sein. Gesichert sein. Ihr wisst schon. Gerettet. So. Das war das Wort. Okay. Das kennen wir ja schon. Ist da jemand? Hallo, hallo? Widerlicher Kerl. Ganz toll, widerlicher Kerl. Widerlicher Kerl. Oh, kann das bitte aufhören? Ekelhaft. Mir das vorher. Doch, hat mir vorher auch, ne? Wer sie vergräbt. Das. Schau! Der Himmel ist wieder normal. Alles nur, weil der Fluch aufgehoben wurde. Lehrer, Sie haben Misao getötet? Ich verstehe, du hast es also auch gesehen. Wird er mich jetzt auch töten?
Lehrer, ich werde es niemandem erzählen. Ich muss entkommen. Ich schwöre, ich... Lehrer! Kann ich... Irgendwas machen wollte ich gerade sagen, kann ich nicht. Ja. Miho? Wer ist... Nein. Was ist los? Gehst du nicht nach Hause? Lehrer! Weinst du? Du kannst mir alles erzählen. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten. Ich habe mich entschuldigt, aber... Achso, mit meiner Freundin, Entschuldigung. Aber sie sagt, sie will mit mir nicht mehr befreundet sein. Ich verstehe. Das ist, natürlich belastend. Miho und Maho. Maho ist die einzige, die ich habe. Ohne Maho bin ich allein. Sei nicht traurig. Mit der Zeit wird sie dir sicher vergeben. Erhelle deinen Geist. Hier drin zu weinen wird dir auch nicht helfen, oder? Ja. Nun, es wird dunkel. Du solltest nach Hause gehen. Ich bring dich dorthin. Er bringt sie nicht nach Hause. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er bringt sie nicht nach Hause. Ja, das war also das Ende, wenn wir Toma opfern. Also habe ich mich ja wenigstens spontan direkt richtig entschieden. Und bei dem anderen da jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt dann auch das unter, also das, was noch mit Fragezeichen war, ob wir das jetzt auch freigeschaltet haben. Weiß auch nicht, ob das jetzt noch was anderes dann ist oder ob das wieder das gleiche ist im Spiel. Oder ob wir dann noch irgendwas anderes erfahren. Bad End. Ja. Errungenschaft Bad End. Nein, also wir haben jetzt Proof. Was ist das dann? Und will ich vielleicht doch einfach schon mal kurz in Proof reinstuppern? Ach ja, komm. Was soll's. Ja, ja, wir sind wieder weiblich. Wir bleiben diesmal bei Aki. Ja, Aki ist okay. Merkwürdig. Wo ist das hin? Was ist los? Misao! Sie hat mit mir gesprochen. Das erste Mal. Ich habe nur meine Kontaktlinse verloren. Ich glaube, sie ist hier irgendwo. Misao? Ich suche mit dir zusammen. Danke. Misao hat nie viel Aufmerksamkeit in unserer Klasse bekommen. Aber sie war wirklich nett. Warum passiert das alles zu so einem... warum passiert das alles bei so einem netten Mädchen? Warum muss so einem netten Mädchen das alles passieren? Klingt besser. Aki. Jemand ruft mich. Ich habe die Stimme schon mal gehört. Oh, wo sind wir denn hier? Hä, wo bin ich? Ich war doch gerade noch im Unterricht. Ich bin ja im Unterricht eingeschlafen. Und was ist dann passiert? Was zum Teufel geht hier vor? Aki. Onigawara? Das bist du, oder? Onigawara? Mr. Onigawara? Otherworld, Dark Space, okay. Aha. Das ist... Mr. Onigawara! Es ist eine Weile her, Aki. Mr. Onigawara, warum haben Sie mich hergeholt? Nun, du siehst... Oder siehst du... Ich würde Freiheit den Seelen anbieten, die geopfert werden müssen. Yoshino und die anderen? Und das können sie tun? Aber warum?
Dieses Mädchen, Misaru, ist etwas zu weit gegangen. Tatsächlich, das, was sie tat, war das, was sie tat, unverzeihlich, Mann, unvergeblich. Ist doch gar kein Wort. Aber ihr Tod war nicht deren Fehler. Sie haben ebenfalls fair gelitten. Ich glaube, es ist nicht fair. Es ist zu grausam, dieses Leid weiterzuführen. Also habe ich beschlossen, ihre Geister freizulassen. Wenn sie das tun, werden sie wieder lebendig? Ich glaube, das ist nicht möglich. Wie auch immer. Wenn ihr Wille zu leben stark genug ist, könnten sie vielleicht wiedergeboren werden. Willst du versuchen, sie zu retten, Aki? Ich lasse die Entscheidung bei dir. Aber warum ich? Warum nicht Toma? Er ist freundlicher. Er war mit jedem mehr befreundet. Ich bin mir sicher, dass du die Einzige bist, die sie retten kann. Ist halt einfach du, die es dir ermöglicht. Mr. Onigawara? Ich setze große Hoffnung in dich. Warte!